Mitteldeutschland gehört zu den ältesten Landstrichen im Miniaturwunderland. In der ersten Bauphase, Dezember 2000 bis August 2001, wurde Mitteldeutschland gemeinsam mit den Abschnitten Österreich und Knupfingen gebaut und ist zu einem wichtigen Teil der heutigen Modellbaurenaissance geworden. Die vielen Geschichten und Details, die sich in diesem Abschnitt verbergen, waren genauso wegweisend wie das Lichtermeer der Kirmes im Ostharz und die Aktionsknöpfe. So kann man in Mitteldeutschland Wunderländer Bildungsbürgern dabei zusehen, wie diese in der Freilichtbühne unter dem Arminus-Denkmal Romeo beim Tanz unter Julias Balkon beobachten oder wie Wunderländer Jugendliche Shakespeares Liebesgeschichte moderner im Sonnenblumenfeld nachspielen. Mitteldeutschland beheimatet aber auch eine endlos lang wirkende ICE-Hochgeschwindigkeitsstraße und mehr als 130 Züge. Neben den Abschnitten Österreich und dem Harz gehört Knupfingen zu den ältesten Abschnitten im Miniaturwunderland. Die 10.000 Einwohner zählende Stadt, idyllisch zwischen Harz und Alpen gelegen, gehört zu den größten Städten im Miniaturwunderland. Knupfingen gilt über die Grenzen des Wunderlandes hinaus als Innovationshochburg und genießt, wie manch andere süddeutsche Stadt, weltweiten Ruhm in der Autoindustrie. Das wegweisende Car-System im Miniaturwunderland wurde zuerst in Knupfingen installiert und ist mit knapp 90 fahrenden Autos immer noch das größte im ganzen Wunderland. Auch die Polizei in Knupfingen ist bestens ausgerüstet. Eine hochmoderne Radaranlage überführt regelmäßig rasende Brummifahrer. Am stärksten ausgelastet ist jedoch die Feuerwehr. Das zentrale Computersystem der Stadt Knupfingen ist seit Jahren vom Feuerteufel befallen und so brennt es im 15-Minuten-Takt an verschiedenen Stellen in Knupfingen. Zum Leid der Feuerwehr und zur Freude der Besucher konnte der Feuerteufel bisher nicht dingfest gemacht werden und so wird auch zukünftig das Martinshorn eines der charakteristischsten Geräusche im Knupfingen bleiben. Erwähnenswert ist auch die Partnerschaft zwischen dem Hamburger und dem Knupfinger THW, die in vielerlei Hinsicht eng zusammenarbeiten.
Der Schweiz-Abschnitt erstreckt sich über 250 Quadratmeter auf zwei Ebenen und kann schon jetzt als das Highlight des gesamten Wunderlandes bezeichnet werden. Bisher wurden in diesem Abschnitt 4 Tonnen Gips und 15 Tonnen Stahl verbaut. Ein ca. 100 Quadratmeter großer Deckendurchbruch ermöglicht es dem Besucher, durch den Bergwerkstollen des 5982 mm hohen Matterhorns zu gehen und vom Berggipfel hinunter auf die Miniaturlandschaften zu blicken. Weitere Highlights sind neben dem Matterhorn mit dem unterirdischen Bahnhof Porta Alpina, der Glacier Express, das Open Air Festival und als besondere Leckerbissen die Schokoladenfabrik. Die Wunderländer Mini-Schweiz besteht aus drei Kantonen mit den jeweiligen typischen Gebäuden und Landschaften. Im vierten Stock, in rund 4500 mm Höhe, liegt Graubünden mit vielen für diese Region typischen Merkmalen und Highlights, wie zum Beispiel St. Moritz. Das Gebiet am Fuße des Matterhorns ist dem Wallis nachempfunden. Sicherlich eine der atemberaubendsten Regionen in der Schweiz. Zwischen Knuffingen und der Schweiz ist in den letzten Jahren der neueste Abschnitt des Miniaturwunderlandes entstanden, ein Verkehrsflughafen. Dieser wurde nach mehr als 6 Jahren Bauzeit am 4. Mai 2011 eröffnet. Entwicklungsarbeiten an diesem Flughafen haben bereits im Juni 2005 begonnen. 2008 wurde die Planung abgeschlossen und ein finaler Bauplan erarbeitet. Am 22. August 2008 lag der Plan in 1:1 auf dem Untergestell des neuen Abschnittes. Der Bau hatte seitdem ganz offiziell begonnen und der Abschnitt entstand direkt vor den Augen der Besucher. Der beeindruckende Flughafen ist sicherlich nicht nur für alle Luftfahrt- und Technikfans das neue Highlight des Wunderlandes. Über 40 verschiedene Flugzeuge, vom Airbus 380 bis zur Cessna, fahren heute selbstständig über den Flughafen, rollen zum Gate
und werden von einem Pushback-Fahrzeug zurückgeschoben, um dann zur Start- und Landebahn zu rollen. Dort beschleunigen sie und heben ab. Jedes Flugzeug ist mit Originalbeleuchtung ausgestattet und die Turbinen klingen zumindest beim Start realistisch. Thank you.
Hamburg ist die Heimatstadt des Miniaturwunderlandes und die größte und am dichtesten bevölkerte Stadt im ganzen Wunderland. Hier leben im Schnitt ca. 250 Einwohner pro Quadratmeter. Knapp ein Viertel der insgesamt rund 50.000 Einwohner versammeln sich täglich in der Imtech Arena, um den knappen Sieg des HSV gegen den Stadtrivalen St. Pauli zu beobachten. Aber Hamburg hat auch viele andere Attraktionen zu bieten, sowohl für die Wunderländer-Einwohner als auch für die Wunderland-Besucher. Die Stadt ist mit seinen bekanntesten Details auf rund 200 Quadratmetern nachgebildet. Täglich erreichen über 1500 Züge, gefüllt mit Wunderländern aus Skandinavien, Knuffingen oder der Schweiz, den Hamburger Hauptbahnhof. Von dort brechen sie zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie Hagenbecks Tierpark, der Köhlbrandbrücke, dem Michel oder zum Wunderland im Wunderland auf. Im Wunderländer Wunderland fährt übrigens der mit einem Maßstab von 1:900 kleinste Zug der Ausstellung. Der Abschnitt Skandinavien ist der bisher größte und technisch vielseitigste Abschnitt im Miniaturwunderland. Skandinavien wurde im Jahr 2005 durch die Konsule der abgebildeten skandinavischen Staaten eröffnet.
33.000 Litern Echtwasser gefüllte Nordostsee steht im Mittelpunkt dieses Abschnittes. Das Meer wird von verschiedenen Schiffen befahren. Zurzeit umfasst die Nordostseeflotte rund 25 Schiffe. An einem Autopiloten für die Schiffssteuerung wird seit 2 Jahren intensiv geforscht. Dieser soll zukünftig ermöglichen, dass 15 bis 20 Schiffe eigenständig vom Computer gesteuert durch die Nordostsee schippern können. Bis es soweit ist, werden die Schiffe noch manuell gesteuert. Aber auch ohne die revolutionäre Schiffssteuerung ist Skandinavien voller Highlights. Das Zusammenspiel zwischen Wasser, Schnee und Licht ist einmalig und die Simulation von Ebbe und Flut im 25-Minuten-Rhythmus war wegweisend. Es gibt aber noch viele weitere Sehenswürdigkeiten, wie einen hinter einer Düne versteckten Videodreh, fliegende Elfen oder ein Geisterschiff, das durchs Eismeer irrt. Der 300 Quadratmeter große Abschnitt gehört zu den Lieblingsabschnitten vieler Besucher und Mitarbeiter. Der im Jahr 2003 eröffnete Abschnitt Amerika ist bezeichnenderweise von der Fläche her kleiner als sein Nachbarstaat Hamburg, jedoch in keinem Falle ärmer an Attraktionen. Die Wüsten- und Zockermetropole Las Vegas ist der leuchtendste Fleck Erde im Wunderland. In dieser weltbekannten Stadt sind gut ein Zehntel aller Wunderländer-Lichter installiert, rund 33.000 Stück. Aber auch die anderen Gebiete sind landschaftlich atemberaubend. So gehen die Keys und Cape Canaveral direkt in Las Vegas über und der Grand Canyon ist nur durch einen befahrenen Highway vom Mount Rushmore und dem Yosemite Nationalpark getrennt. Thank you.
Vereinigten Staaten von Wunderland sind, gemessen an anderen Abschnitten, von der Fläche her nicht so groß wie andere Abschnitte, jedoch voller Attraktionen.